Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kids Viver. Wir suchen Nozomi, die irgendwie weg ist und auf alle sauer ist, weil keiner mit ihr auf ein scheiß Date wollte, die Arme. Naja. So, wo waren die Bushaltestelle? Ich hoffe, ich finde die. Ich glaube, da unten, ne? Wie man sich in so einer kleinen Stadt noch verlaufen kann, weiß ich auch nicht. Aber es ist immer ein bisschen verwirrend hier mit den Straßen. Ja, das sieht richtig aus. Es lädt zumindest. Ah, wunderbar. Keiner ist hier. Ach, vielleicht sind wir zu früh. Hat Nozomi dir was erzählt? Was denn? Naja, dass sie geht. Sie... was? Sie hat gar nichts darüber gesagt. Naja, sie will morgen gehen. Umziehen. Was? So früh? Ja, sie hat mir erzählt. But there never seemed to be a good time to... Okay, also sie wollte es dir erzählen, aber es gab nie einen guten Moment. Okay, das erklärt den Brief. Welchen Brief? Also ist das jetzt der letzte Tag mit ihr? Ich hoffe, es geht ihr gut. Naja, wenn sie nach Hause geht, meine ich. Ich hoffe, ihre Mutter ist nicht so wütend auf sie. Was mit ihrem Vater? Sie hat keinen Vater. Ja, sind wir wohl zwei davon. Drei. Naja, sein Papa steht ja neben uns. Ja? Ja. Ich glaube, alle unsere Familien sind irgendwie ein bisschen komisch, oder? Meine, deine, Kotetsus. Naja, und Akkus auch. Oh, hast du ihren Papa getroffen? Ja, er war ein bisschen... Hey, bleib weg von meiner Tochter, du Punk! Ja, das hat er mir auch gesagt. Es ist echt so schwer, eine ganz normale Familie zu haben. Ja. Ich, ja. Wer weiß. Ja. Ganz ehrlich, was ist schon eine normale Familie? Also... ich hatte da leider auch selber nicht sehr viel Glück, aber gut. Ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie eine normale Familie gesehen, wo alle happy sind. Und wenn, dann kam es mir auch eher vorgespielt vor, muss ich ehrlich sagen. Also, was ist schon normal? Wataru? Was ist mit ihm passiert? Also, naja, mit deiner Mutter und deinem Vater. Naja, die Wahrheit habe ich nie kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob er tot ist oder nicht. Was? Ja. Ach so, beide sogar. Gar nicht der Papa nur? Die waren beide weg, Mutter und Papa. Sie waren die ganze Zeit meines Lebens eigentlich nur weg. Sie haben mich im Stich gelassen, als ich ein Baby war. Das ist schrecklich. Meine Oma hat mir gesagt, sie sind gestorben. Und naja, so sollte es vielleicht auch sein. Ich sollte sie einfach vergessen. Das, naja. Hey, was steht in deinem Notizbuch? Irgendwas mit einem Wisch, Ja. Ein Wunsch, der erfüllt wird, wenn man die 7 Mysterien absolviert. Ja. Ist das wahr? Wäre schon cool, wenn, oder? Was wäre denn dein Wunsch? Naja, würdest du deine Eltern sehen wollen? Nee, ich... das habe ich schon längst aufgegeben. Ich würde mir wünschen, meine eigene Familie zu haben. Die ich hatte, ist weg, aber... naja, in der Zukunft möchte ich jemanden treffen,
Du weißt schon, jemand Nettes. Und, ich möchte, dass meine Kinder niemals solche Erfahrungen machen müssen wie ich. Wataru. Naja. Who knows? Vielleicht habe ich das ja auch gar nicht in mir. Ich. Ja, ich weiß, das klingt komisch, oder? Entschuldige. Ja, vor allem, weil wir wissen, ich meine, das ist unser Papa und er hat sich nie um uns gekümmert. Er war auch nicht da. Ja, besser ging es wohl dann wirklich nicht. Naja, die Sache ist, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Hä? Was denn? Jetzt spuck schon aus. Du hast es bestimmt in dir. Ich bin ganz sicher. So, naja, dann... Ja. Pass einfach auf dich auf, okay? Überleg und, naja, denk an deine Gesundheit und das ganze Zeug. Okay, danke, glaube ich. Aber was denn mit dir? Du klingst wie ein alter Greis. Hä? Da ist sie. Du musst dich verstecken. Oh, ja, klar. Los, schnell. Na, oh, unsere Eltern. Ich bin überrascht, dass du dich wirklich zeigst. Ja, weißt du? Und du bist allein, oder? Ja, klar. Warum sollte ich nicht? Okay. Wir können den nächsten Zug nehmen. Ich dachte, und ich sollte nicht... Das ist die lächelnde Frau. Oh mein Gott, warum? Warum bist du hier? Ich habe überall nach dir gesucht. Wo warst du? Mom, ich... Oh, das ist ihre Mutter. Hä? Was? Das ist deine Mutter? Was denkst du eigentlich? Ich war fast dabei. Ich war nah dran, die Cops zu rufen wegen dir. Wir gehen jetzt heim. Jetzt. Nein. Dir einen ins Gesicht geknallt, ne? Arschloch. Hey! Wir gehen nach Hause. Du hast mich geschlagen. Ja und? Warum guckst du mich so an? Das ist das, was du verdient hast. Dafür, dass du hinter meinem Rücken über mich redest. Versuch's nochmal und sieh, was geschieht. Hör auf! Du kannst das nicht. Du kannst doch Kinder nicht schlagen. Du bist doch eine Erwachsene. Erwachsene tun sowas nicht. Wataru. Wer ist dieser Junge denn? Er ist... Ich bin ihr Freund. Was? Hey, komm sofort zurück. Nozomi. Nozomi? Oh, zum Glück. Ich hab dich gefunden. Es ist okay. Sie verfolgt uns nicht mehr. Bist du okay, Nozomi? Was redest du denn?
Was meinst du? Lass mich allein. Es ist okay. Das ist immer so. Genau so. Nein, ich lass dich nicht allein. Sie schlägt dich immer, oder? Nein, meine Mutter hat mich noch nie zuvor geschlagen. Dann, ich weiß, was du jetzt denkst. Nein. Was, no? Sehr während vom Hör? Ach, die Flecken. Die Flecken waren nicht von ihr. Aber... Danke. Warte. Warum gehst du? Die Flecken waren nicht von ihrer Mutter, aber jetzt hat sie geschlagen. Na, ja, fürs Abhauen wahrscheinlich. Die Flecken kommen wahrscheinlich eher von dem Papa, oder? Der vielleicht doch da ist. Oh, Mann. Ich kann mit diesen 80er-Kids echt nicht mithalten. Was really regretting all the time. Ich bereue echt jeden Moment, als ich nicht zum Sport gegangen bin. Was war das denn für ein Erdbeben? Oh Gott. Ich muss die anderen finden. Sie sind bestimmt zur Schule zurückgegangen. Mal gucken. Ach ja, also so sind unsere Mama und unser Papa zusammengekommen. Er hat sie quasi ja, vor ihrer Mutter in Schutz genommen. Und ist zu ihr gestanden. Eigentlich ja ganz niedlich. Also ganz nett von ihm. Er schlägt dir einfach ihr Kind. Blöde Kuh. Ich meine, klar, die wird sich super Sorgen gemacht haben. Immerhin ist ihr Kind ja auch wirklich abgehauen. Da würde vielleicht jedem die Hand ausrutschen, weiß ich nicht. Ich habe keine Kinder und werde auch niemals welche haben, deswegen keine Ahnung, aber ja. Vielleicht aus Sorge, kann ich mir vorstellen. Was mache ich denn jetzt auf dem Friedhof? Das ist irgendwie nicht der Weg. Okay, hier sind wir falsch. Wo ist denn jetzt schon wieder die Schule? Das gibt's doch nicht. Meno. La la la. Entschuldigung, ich suche die Schule, wo ich jetzt schon 50 Mal war während dieses Spiels, aber ich kann es mir einfach nicht merken, wo sie ist. Vielleicht ja dort. Das sieht gut aus. Huch. Okay, fast da. Aber die Mutter ist voll gruselig mit der weißen Maske. Ich meine, klar, die Masken tragen wir gerade alle, aber trotzdem. Boah, schon wieder ein Erdbeben. Ja, was ist denn das? Ja, Erdbeben. Warte mal. Oh, Erdbeben. Ach Mensch. Warum habe ich dieses komische Gefühl? Als hätte ich schon mal etwas über ein Erdbeben gehört. Ja, haben wir. Da sind zwei Kinder verunglückt. Denke, Minato, denke. Was haben wir gehört? Achso, von wem? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Oh Gott, wer hat uns das denn erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand? From Talking to Someone? Ist das richtig? Nee. Wo habe ich davon gehört? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wer uns das erzählt hat. Mirai? Wataru? Akku? Nee, oder? Niemand von denen, glaube ich nicht. Nee. Okay, nachdenken, nachdenken, nachdenken. Geschrieben? Ja, das ist es. Es war in... Ja, wahrscheinlich nicht da. Also hier, im Notizbuch. War es das? Nein, nein, nein. Nein, das stimmt nicht. Flyer? Ja, der Flyer. Stand das auf dem Flyer? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist es, der Flyer. Den ich bekommen habe, bevor ich hierher kam. Ach, wo habe ich ihn hingepackt? Kagami Elementary School. Memorial Service for Victims of the Great Quake. Genau. Ich dachte, die Mutter hätte uns davon erzählt. Das große Erdbeben. The Comet that appeared
34 years ago is about to visit again. Also, der Komet taucht wieder auf. Ja, tritt, also kommt zu uns in einem Moment der Stille. Anna's like to honor the children lost in the disaster. Da geht mir Luft weg. Ja, um die Kinder zu ehren, die in dem Desaster draufgegangen sind. Welche Kinder? Kinder. Gestorben. 33 Jahre zuvor. An dem Tag, wo der Komet kam. Aber unsere Eltern können es nicht gewesen sein. Ich meine, wir sind da und unsere Schwester auch. Note. Students are now strictly prohibited from entering Kagami Elementary after dark. Oh, Kinder sollten jetzt nicht in die Schule. The Gym Storm that collapsed. Ach du Scheiße. Während des Desasters ist der Lagerraum gecrashed. Parents and Guardians can rest assured that the school is safe. Ach du Scheiße. Der Schullagerraum ist collapsed, also zerstört worden. Oha. Ja, Papa und Mama hat sich wohl erledigt. Right when I was almost out of time, I finally clicked. Ja, als ich fast alle Zeit verloren habe, die ich noch hatte, hat's Klick gemacht. Ich kam her, um den Unfall zu verhindern. Das stand auf dem Flyer. In 10 Minuten von jetzt an soll's passieren. Wow, super sehr genau. Woher wussten die das denn? Also welches Erdbeben jetzt genau den da gekollapst hat, wüsste ich gern mal. Oh, Kapitel 3, Emergency Break End. Okay, wieder ein Kapitel hinter uns gebracht. Ich glaube, so langsam nähern wir uns dem Ende des Spiels. Ein bisschen traurig. Oh nein, ich möchte nicht aufhören, ich möchte weiterspielen. Ich möchte jetzt wissen, was hier passiert. Kapitel 14. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Verdammt. Return. Rückkehr. Also ist das das letzte Kapitel? Wataru, Nozomi. Geht nicht in den Lagerraum. Oh, ich dachte... Oh Gott, ihr seid hier. Oh, du siehst aus, als würde die Welt gleich enden. Warum bist du so außer Atem? Sorry, Minato. Ich hab's total vergessen. Ich hab dich einfach verlassen. Also stehen lassen. Nein, das ist egal. Was ist denn? Ich erzähl's euch später. Jetzt ist keine Zeit. Wo ist Akko? Und Kotetsu? Sie sind nicht da drin, oder? Ich weiß nicht. Was? Wir können die Tür nicht aufkriegen. Ist verschlossen. Verschlossen? Nein. Hey, ist da jemand? Oh nein. Akko und Kotetsu sind da drin damals gestorben. Kotetsu, bist du das? Ja, hey, öffnet ihr die Tür? Ich glaube, es ist gesperrt von außen. How'd it get locked from out here? Wie konnte diese Tür verschlossen werden? Warum ist sie verschlossen? Was meinst du, warum? Es ist ein Lagerraum. Der Hausmeister hat sie bestimmt verschlossen. Nein. Was ist denn? Ja, nachdenken. Ich kann nicht aufgeben. Ich kann's ändern. Der Grund, warum ich hier bin, ist, das hier zu verhindern. Auch wenn es ein bisschen seltsam ist, was hat das da mit unserem Papa zu tun? Das verstehe ich nicht ganz. Okay, wir müssen die beiden retten. Okay, was ist los, Minato? Du bist total komisch. Was tue ich nur? Ich kann die Tür nicht öffnen. Wie kriege ich sie auf? Ja, vielleicht habe ich irgendwas. Vielleicht hilft irgendetwas. Ja, vielleicht der The Gym Storm Key. Habe ich nämlich auch gerade gedacht, wir haben doch dafür was. Ich habe nur diesen blöden Schlüssel. Warte mal. Ist das der Schlüssel für den Lagerraum? Es ist er.
Ja, dachte ich mir doch nämlich schon, warum wir eigentlich einen Schlüssel dafür haben, wenn das die ganze Zeit offen ist. Das habe ich mich ja schon vorher gefragt. Kotetsu, Akku. Wenn sie nicht gleich raus sind, haben wir 5 tote Kinder. Ja. Schwierig, Schreien nachzumachen, wenn man nicht die ganze Wohnung wach schreien möchte. Oha. Akku? Kotetsu? Oh nein. Akku? Kotetsu? Was? Wo bin ich? Wo sind Akku und Kotetsu und Wataru? Aber wir leben noch, also unsere Eltern müssen es doch überlebt haben, oder nicht? Ja, ihr werdet mich wahrscheinlich hassen, aber wenn ihr auf die Uhr guckt, dann ja, sind wir leider am Folgenende und ich glaube, das geht hier noch ein bisschen. Deswegen würde ich das gerne, ich glaube, das Ende jetzt für die letzte Folge aufheben. Ich hoffe, das werden so 20 Minuten plus minus. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt ausgeht. Wow, okay. Aber ich nehme mal an, unsere Eltern haben schon überlebt. Keine Ahnung, was man Kotetsu und Akku passiert ist. Akku. Ups. Okay, Leute, dann schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bye.